Wir haben jetzt Patreon mit vielen exklusiven Preisen. Schaut mal vorbei. Hallo und herzlich willkommen auf Dimiris, der größte Türkanal Deutschlands. Woo! Und hier haben wir wieder ganz viele von euren Paketen, weil aus irgendeinem unerfindlichen Grund schickt ihr immer mehr. Es ist unglaublich. Falls ihr noch nicht alle anderen geguckt habt, es gibt eine Playliste unten in der Videobeschreibung verlinkt und am Ende kommt es auch nochmal. Da könnt ihr drauf gucken, könnt ihr alle nachholen. Sollen wir auspacken, Leute? Wäre das okay? Gibt es jetzt wieder was zu essen? Und heute machen wir das mal ganz anders. Wie ganz anders? Anders ist immer doof. Nein! Heute gibt es mal Frischfutter. Warum schneide ich das eigentlich immer so klein? Nicht, weil ich das den Zähnen nicht gönne. Die haben genug zu arbeiten, glaubt's mir. Schon mal was von Futterneid gehört? Wenn du dann so einen hast wie Semmel, der dann einfach in die Möhre beißt und damit abstratzt und dann kein anderer was davon bekommt. Deshalb schneide ich das immer ein bisschen klein. Und das verfüttern wir jetzt einfach mal an die Meerschweinchen. Ja, so. Ihr seid angerichtet. Viel Spaß. Guten Hunger. Onigiri schon? Gibt's da was zu essen? Möhre, ich liebe Möhre. Was ich damit abschließend nochmal sagen möchte, ist, bevor ihr euren Tieren was zu essen gebt, informiert euch, ob sie das dürfen und wenn ja, wie viel. Semmel braucht auch noch was. Wunderschön. Welches nehmen wir? Ich habe keine Ahnung. Dieses. Dieses sieht sehr gut aus. Von H. Donnies. Dennis? Dennis? Dennis H. aus Ingolstadt. Falls ihr uns Pakete schicken wollt, hier steht es, wohin ihr das schicken müsst. Das ist übrigens nicht meine Adresse, bevor ihr alle sagt, so, oh, ich schau mal vorbei, das ist nicht meine Adresse. Und immer steht sie in jeder Videobeschreibung. Wir nehmen einfach dieses Messer, was wir benutzt haben, hierfür. Was wird drin sein? Viel zu viele Süßigkeiten, vernünftiges Essen. Bitte lass es nicht sein, worüber ich eine Predigt halten muss. Langsam sollten alle nämlich wissen, wie man ihre Meerschweinchen füttert. Yeah! Das kriegt ihr nicht. Pumpkin guckt wieder so, als ob es es haben will. Gibt es nicht. Wir nehmen dieses Paket als nächstes, aber jetzt dient es erstmal als Stufe. So, dann haben wir hier einmal von Degro Naga-Toasties. Oh mein Gott. Getreide-Weizen. In dem Sinne kann ich dann auch immer den Daumen heben und sagen, na, 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 nicht unbedingt das. Ne, das dient eigentlich quasi nur dazu, dass sie fett werden. Wenn, dann nicht so viel. Okay, haben wir uns... Muss ich noch Videos machen darüber, was ihr füttern dürft und was nicht? Genauso wie wenn ich das jetzt in die Kamera halte, alle Leute direkt wieder in die Kommentare schreiben. Oh mein Gott, bitte nicht füttern. Milch drin und das dürfen die nicht. In dem Sinne, ihr wisst, was ihr machen müsst. Langsam, wenn ich gucke die anderen Videos, da erkläre ich das. Viel Spaß beim Durchgucken. Trotzdem natürlich danke. Mit Vitamin C, Leckerlis für Zwergkaninchen und Nager. Das geht hier in Ordnung. Das sind Süßigkeiten für mich. Da weiß einer, dass ich nimmt zwei unglaublich liebe. Wir haben ein Pumpkin auf einem Pumpkin. Hi Chan, ich bin ein Riesenfan von dir. Deine Videos sind echt mega klasse. Am coolsten finde ich Semmel. Für dich, Chan. Dennis. Ich habe gerade gesagt, ich nehme dieses Paket, also nehme ich dieses Paket. Und dieses Paket ist von Michaela aus Fürst. Was haben wir denn hier? Ist wieder ganz viel ungesundes Zeug für euch hier drin. Denn eine Knabberglockenlöwenzahn. Heute gibt es nur Frischfutter. Guckt nicht so doof. Ist von Trixie. Es ist ein Spielball. Und das absolut Faszinierende daran ist, wo ich mir denke, wenn die das jetzt durchgekaut haben und die beißen auf die Glocke, ist das so cool? Und Edeka-Futter. Getreide. Wenn das erste, was draufsteht in der Zusammensetzung Getreide ist, dann kriege ich von allen Leuten im Internet schon direkt einen drüber. Ich glaube, ein Drogeriemarkt, der Tierfutter auch verkauft in einer kleinen Abteilung, der hat vielleicht nicht das Beste. Also man kann das alles füttern, die werden das auch essen, aber Kleinkinder, denen du nur Süßigkeiten vorsetzt, die werden das auch essen. Okay, haben wir uns verstanden? Ist das rübergekommen? Gut. In dem Sinne haben wir noch was anderes mega cooles hier drin und zwar Onigiri. Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. Wir haben nämlich noch, das habe ich nicht gekauft dieses Mal, ein Meerschweinchenkalender. Ich finde das mega cool und das ist Explodi. Sieht man das? Das ist Explodi. Ich nenne es Explodi. Dankeschön. Faszinierende Art und Weise habe ich nämlich noch keinen Kalender. Aber die Michaela hat hier ganz tolle Sachen draufgeklebt und ich finde das auch mega süß. Sobald ich das entziffern kann, ich lese übrigens alle Briefe persönlich selbst, auch wenn ich sie nicht in Videos vorlese, weil dann werden die Videos niemals fertig. Ich stopfe noch einen zwei in den Mund, weil ich habe ja noch nicht genug Süßigkeiten gegessen. Ich darf das. Da meckert keiner rum. Aber wehe, die Tiere essen Süßigkeiten. Oh, dann brennt hier die Welt. Bitte, bitte in einem Video öffnen. Okay, dann mache ich das. Es ist von Leonie in Öle W. aus Bruck.
Liebe Miris, lieber Castiel und lieber Chan. Oh mein Gott, alle sind erwähnt worden. Da wir eure größten Fans sind und ihr die coolsten Videos macht, haben wir euch ein Fanpaket geschickt. Viele der Sachen haben wir selbst gemacht. Wir hoffen, sie gefallen euch. Liebe Grüße aus der Schweiz, Leonie und Noe. N-O-E-E mit so einem komischen Strich oben. Hier, das ist Marshmallow und Muffin. Muffin sieht super geil aus. Ohne Scherz, Muffin hätte ich mir auch geholt. Das sieht richtig cool aus, dieses Schwein. Dieses hat unsere Freundin Eliana gemalt. Was haben wir denn da noch alles drin? Pumpkin, möchtest du auch Papier haben? Kriegst du aber nicht. Für Castiel, achtet! Super gut, Eingänge ohne Ende. Das ist ganz wichtig, auch bei Meerschweinchen. Wenn du über sie was hältst, dann gucken die meistens immer total begeistert hin. Hä? Oh mein Gott. Ist das cool? Oh mein Gott, ist das cool! Meerschweinchen sind nämlich leicht zu begeistern. Meerschweinchenhäuser sollten immer zwei Eingänge mindestens haben. Die Miris. Falls ihr nicht wissen sollt, welchen Kanal ihr abonnieren sollt, die Miris auf YouTube. Guck mal, ich könnte das jetzt alles nehmen und jetzt hier reinfüllen und dann habt ihr direkt eure Schüssel. Da. Guck mal, und ich wusste noch nicht mal, was drin ist. Achtet! Die Miris! Ein Häuschen! Super geil. Dieses Häuschen hat nur einen Eingang. Bom, bom, bom. Das ist aber kein Problem. Ich freue mich trotzdem drüber. Aus dem einfachen Grund, ich besitze eine Säge. Oh mein Gott, ein Haus. Oh, da passen alle rein. Alle, restlos. Und genau aus diesem Grund müssen Häuser immer zwei Eingänge haben. Und dann kommt ein Pumpkin und versucht da auch noch reinzukommen, was nicht klappt. Dann müssen andere Meerschweinchen woanders rauslaufen können. Deshalb immer zwei. Okay, weiter geht's. Vitakraft, muss ich nichts mehr zu sagen, sind mal andere Sachen. Muffins und Donuts mit Banane. Ist das das Gleiche? Das ist das Gleiche. Ist nicht das Gleiche, ist fast das Gleiche. Ich habe mich irritieren lassen, weil es blau ist. Da-da-da-da. Die Miris. Langsam solltet ihr wissen, wie der Kanal heißt. Wir haben noch Toblerone bekommen. So, bevor ich es vergesse, die Zeichnung. Das ist cool. Guckt es euch an. Das bist du. Guck mal. Da bist du. Irgendwo bist du, Tiramisu. Da bist du. Da. Das bist du. Das ist voll niedlich. Es ist von hier öffnen. Verpackung, Müll, kannst du wegschmeißen. Oh, danke. Weg, 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 weg. Und... Ah, das hatten wir letztens. Guck mal da, Wiederkraftbällchen. Hier auch. Wetten wir? Ja. Zack. So, Zeichnung von hier. Das ist ganz... mit Bleistift und Buntstift gezeichnet. Und noch ein Brief. Hallo Chan und die Miris. Wir finden euren Kanal super. Oh, es sind mehrere. Wir finden die Miris so süß. Eure Lea und Vanessa. So, und wir haben jetzt gerade wieder ganz, ganz viel Chaos veranstaltet. Die Leute beschweren sich wahrscheinlich schon, warum ich so viel Papiermüll habe. Aber das ist mir egal. Ich bedanke mich für alles und man hört und stört sich. Tschüss.